Servus und herzlich willkommen diesmal zu einem Spezial von der Ankunft der deutschen Olympiamannschaft am Flughafen in München. Unter anderem mit der Silbermedaillengewinnerin im Snowboard-Parallelslalom Anke Carstens mit, da drüben steht er, dem Doppel-Olympiasieger Felix Loch, Nathalie Geisenberg ist mit dabei und. Wir haben viele, viele Sportler für Sie im Gespräch. Maria Höfel-Riesch unter anderem auch dabei. Und zeigen mal, was los war hier am Flughafen. Mit Lichthupe und der deutschen Fahne am Cockpit kommen unsere Olympioniken zurück auf heimischen Boden. Heute werden sie hier am Flughafen München empfangen. Und das Olympiateam hat allen Grund zu feiern, denn sie haben 19 Medaillen geholt. Bundespräsident Joachim Gauck schreitet voran, gefolgt von Innenminister Joachim Herrmann, denn sie wollen unsere Medaillensieger endlich begrüßen. Unsere 153 Olympioniken hatten wir in Sotschi dabei. Hier ankommen werden rund 110 der Sportler. Mit Gold und Silber war Maria Höfel-Riesch die alpine Königin natürlich für die deutsche Mannschaft. Sie strahlen immer noch, sie sind ja schon eine Nacht vor der Mannschaft heimgekommen. Wie ist denn jetzt so rückblickend? Alles gereicht, alles genauso geklappt, wie Sie sich gewünscht haben? Ja, natürlich gewünscht und geträumt hat man viel vor Olympia, aber dass es halt dann eben wirklich so fast perfekt eigentlich läuft für mich. Also es ist echt wie im Traum und ich bin so glücklich und dankbar, dass ich das erleben durfte und es ist einfach nur schön. Was wiegt denn eigentlich schwerer? Die Medaillen sind ja jetzt ja nicht um den Hals drum, aber gleich zum Anfang die goldene geholt. Hat die allein schon einen Riesenfund oder war der Stein, der vom Herzen gefallen ist, dass es so super gestartet ist, war das noch der größere Anteil? Ja, es war natürlich eine riesengroße Erleichterung, dass es gleich im ersten Rennen mit der Goldmedaille geklappt hat, weil ich wusste, die Kombination ist meine größte Chance, weil ich wirklich in Abfahrt und Slalom gut drauf bin und weil es da nicht allzu viele gibt, die das eben beides sehr gut können. Aber trotzdem muss man halt erst mal zweimal runterkommen und ja, das ist mir gelungen und dann ist schon wirklich eine große Last abgefallen. Trotzdem war natürlich auch ein großer Traum von mir, in der Abfahrt eine Medaille zu machen. Das ließ sich leider nicht umsetzen. Dafür aber noch eine zweite Medaille im Super-G dazu. Das ist einfach toll und bin wirklich überglücklich mit dem Ergebnis dort. Und so unterm Strich sagen Sie, jawohl, das war genau die Olympia-Bilanz, die ich mir erträumt habe für meine Karriere. Ja, ich habe gesagt, was meine Ziele angeht vor Olympia, es wäre schön, eine Medaille zu gewinnen. Es muss einfach alles zusammenpassen, damit es dann auch klappt. Und als ich gefragt worden bin, mit was ich richtig zufrieden wäre oder was super wäre, habe ich immer gesagt, eine Goldmedaille und noch eine zweite andere dazu, das wäre eigentlich perfekt und ein großer Traum. Und es hat wirklich so funktioniert und deswegen alles im Soll. Die sportlichen Sachen haben viele mitbekommen, natürlich, die Leute haben mitgefiebert an den Bildschirm. Aber wie war es denn jetzt vor Ort? Ich glaube, Sie waren ja zum ersten Mal richtig drin im olympischen Geschehen, auch im olympischen Dorf. Ja, genau. Und es war auch wirklich logistisch für uns so das Beste. Vor 4 Jahren in Whistler haben wir separat gewohnt, in einem anderen Haus, weil eben das damals logistisch das Bessere war. Diesmal war es aber wirklich gut, im Village zu wohnen und auch wegen der Erreichbarkeit der Piste. Und das war, ja, also schon gewöhnungsbedürftig und dann nach 3 Wochen ist auch gut, wenn man wieder wegkommt, aber es war schön, das nochmal so im olympischen Dorf erleben zu können und dieses olympische Flair wirklich voll mitzunehmen. Die Frauen haben es wieder mal geschafft. Sie haben 2 Medaillen geholt, Viktoria Rebensburg hat eine Medaille geholt. Bei den Männern, die waren nah dran. Ein bisschen wehmütig, dass es da nicht so geklappt hat? Ja, total. Ich meine, wir haben natürlich mit 3 Medaillen trotzdem die Ski-Alpin-Vorgaben erfüllt. Aber bei den Männern ist es wirklich sehr unglücklich gelaufen. Der Fritz nur mit 500stel die Medaille verpasst. Der Felix überhaupt ausgeschieden. Der war totaler Medaillenaspirant. Und deswegen, ja, man kann schon kalkulieren vor Olympia. Und der könnte es schaffen und der. Und der ist eigentlich fast sicher. Aber sicher ist halt doch gar nichts. Es muss halt wirklich alles erstmal klappen. Und es wären 5 bis 6 Medaillen sogar möglich gewesen, aber da muss halt schon einfach alles perfekt laufen und es war halt leider nicht so, aber wir bei den Damen sind sehr zufrieden und glücklich. Eine Frage habe ich noch, wie geht es jetzt noch weiter die Saison, was ist noch möglich vielleicht, was denken Sie und na klar, es wird ja so viel spekuliert, wie geht es dann weiter mit Maria Höfel-Riesch? Ja, das wenn ich selber schon wüsste, ich bin wirklich sehr zwiegespalten und weiß es wirklich noch nicht, ich muss mir da einfach, ja, tagtäglich eigentlich Gedanken drüber machen. Es wird auch einige Gespräche geben in den nächsten Wochen und dann wird schon sicher vor Ende der Saison noch eine Entscheidung fallen. Aber ich weiß es wirklich noch nicht. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Rennen, hoffe natürlich auch dort nochmal erfolgreich sein zu können. Es wäre toll, den Abfahrtsweltcup und vielleicht auch den Gesamtweltcup nochmal gewinnen zu können. Und deswegen, ja, volle Konzentration jetzt nochmal und voll durchziehen bis zum Ende. Vielen Dank und wir drücken die Daumen. Danke. Er ist der Erste, der das Flugzeug verlässt.
Felix Loch. Er ist das Aushängeschild der Olympischen Winterspiele in Sotschi. Zweimal hat er Gold geholt. Und hier gibt es den Applaus für unseren Goldrodler, gefolgt vom Bayern Express Tobias Alt und Tobias Wendel. Und dann kommt auch Goldrodlerin Nathalie Geißenberger. Dahinter Tanja Hüfner, sie hat Silber im Rodel geholt. Und man muss sagen, die vier, die unsere deutschen Olympioniken anführen, sie haben ein echtes Wunder vollbracht. Sie sind die Überraschung der Winterspiele aus deutscher Sicht. Die Olympischen Spiele sind vorbei und wir müssen kritisch nachfragen. Es gibt ein böses Gerücht, das wir ausräumen wollen. Felix Loch, es heißt, nach Ihrem Olympiasieg sind Sie und Georg Hackl ins deutsche Haus gekommen und hätten, meine Damen und Herren, wir können es kaum glauben, alkoholfrei getrunken. Was können Sie dazu sagen? Stimmt nicht ganz. Wir haben natürlich ein Weißbier mit Alkohol getrunken. Ich denke mal, das haben wir uns auch verdient an dem Abend und haben ein bisschen gefeiert. Aber ich denke mal, nach so einem perfekten Tag oder nach zwei so perfekten Tagen gehört das mit dazu. Und ja, wir haben es uns an dem Abend gut gehen lassen. Aber ich denke mal, da ist uns keiner böse. Sind die Rodler Party-Olympiasieger? Also ich denke mal, zusammen mit den Tobis und mit der Nathalie haben wir es nach unserem Staffelrennen schon gut krachen lassen. Aber es war für uns ja auch der Abschluss wirklich einer perfekten Saison, nachdem wir alle vier den Gesamtweltcup ja schon gewonnen haben und dann noch bei Olympia die Einzelgoldmedaillen und dann noch die Teamgoldmedaillen geholt haben. War natürlich ein guter Grund zum Feiern und das haben wir auf jeden Fall, denke ich mal, gar nicht so schlecht gemacht. Ja, nun steht ihr quasi alle am Gipfel, habt alles erreicht, müsst ihr jetzt quasi zurücktreten? Ich denke mal, so schnell tritt von uns da keiner zurück. Wir sind noch relativ jung oder sehr jung. Wir haben, denke ich mal, die Chance, in 4 Jahren wieder mit dabei zu sein und wollen auch wieder mit dabei sein. Und ja, wenn es geht, irgendwie das Ding zu verteidigen oder wieder ganz oben zu stehen am Ende. Aber es sind 4 Jahre, es ist eine lange Zeit. Aber ich denke mal, wir haben die Möglichkeit und wir werden natürlich alles geben dafür, dass wir in 4 Jahren wieder mit dabei sind und vielleicht auch dann ganz oben stehen. Was habt ihr noch gemacht? Ihr hattet ja die erste Woche eure Wettkämpfe und dann wart ihr durch. Habt ihr da noch einen schönen Badeurlaub eingelegt? Badeurlaub nicht, nein. Wir waren zusammen bei anderen Sportarten. Es waren natürlich viele Freunde von mir in Sotschi auch mit dabei aus anderen Sportarten, wo wir dann Daumen gedrückt haben. Bei manchen war es besser, bei manchen leider nicht ganz so gut. Habt ihr nicht so doll gedrückt, gell? Doch, wir haben schon ordentlich mit Gas gegeben, haben versucht anzufeuern. Aber manchmal klappt es halt leider nicht. Da ist halt dann leider nur der 4. Platz oder der 5. Aber das gehört im Sport einfach mit dazu. Das kann nicht leider jeder gewinnen, aber ich denke mal, im Großen und Ganzen brauchen wir uns da nicht verstecken. Wir haben, denke ich mal, alles gegeben und waren trotzdem gewaltige Spiele. Ich glaube, die Erwartung an dich, an Nathalie, an die beiden Tobis war natürlich riesig, weil ihr wart die Goldkandidaten. Wart ihr deshalb umso glücklicher, dass es dann auch so gut geklappt hat? Und ist da so eine Erleichterung auch da jetzt nach den Spielen? Ja, natürlich, aber ich denke, wir haben es gewusst, dass wir die Chance haben oder die historische Chance haben, alle 4 Medaillen, also alle Einzelmedaillen zu holen und dann vielleicht sogar noch im Team. Und deswegen haben wir dann gesagt, das wollen wir auf jeden Fall, haben die Jahre darauf hintrainiert, haben das wirklich, denke ich mal, gut hinbekommen und schlussendlich sind wir jetzt dafür belohnt worden und ja, alle 4 wirklich überglücklich. Danke Felix und schön, dass wir dieses böse Gerücht aufklären konnten, dass ihr alkoholfrei getrunken hättet. Georg Hackl, also es war wirklich nur eine Geschichte, dass er alkoholfrei getrunken hätte. Natürlich darf einer bei dieser Zeremonie quasi nicht fehlen. Bundespräsident Joachim Gauck begrüßt unsere Athleten. Daneben der Münchner Oberbürgermeister Christian Ude und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Da schüttelt er Felix Loch die Hand. Gerne schüttelt man doch den Goldrodlern die Hand. Die Fotografen bekommen gar nicht genug vom Tobi-Express. Tobi und Tobi, 2x Gold jeweils am Hals. Mal ehrlich, jetzt die Frage, habt ihr die, seitdem ihr die bekommen habt, jemals schon wieder abgelegt? Ja, doch, die haben noch mal eine Nacht geschlafen in der Schublade. Aber man hat sie doch öfters in der Hand, als man denkt. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl. Habt ihr überhaupt mal eine richtige Nacht durchgeschlafen? Ihr habt ja nun allen Grund zum Feiern. Ja, in der Nacht vielleicht nicht geschlafen, dann tagsüber. Nein. Na, Party gehört dazu nach so einem Erfolg, da kann man schon mal feiern und ja, es war einfach nur schön. Wir haben es genossen da drüben und werden es natürlich jetzt weiter genießen, ja, in Deutschland. Was heißt denn das, ihr habt es genossen? Ihr habt dann natürlich auch erstmal eure Wettkämpfe absolvieren müssen, aber ihr wart ja relativ früh dran. Nach einer Woche wart ihr durch. Ist euch dann so ein Brocken runtergefallen, nachdem ihr gemerkt habt, es hat alles funktioniert, wahrscheinlich genauso, wie ihr es euch erträumt habt? Ja, da ist man
total erleichtert. Da kann man eigentlich noch schlechter schlafen wie davor, weil man ist so aufgewühlt, weil was dann alles durch den Kopf geht, man überlegt. Man hat so hart trainiert, man hat so hart geschuftet den ganzen Sommer, wo, während andere, weiß ich, im Freibad liegen, da waren wir im Kraftraum und dann kommt das alles hoch und dann freut man sich umso mehr, dass man es geschafft hat, ganz oben zu stehen bei Olympia. Jetzt sehen wir gerade die Frauen, die vorbeigehen, die winken euch zu mit glänzenden Augen. Ist man als Rodler, wenn man ja nur zweimal Olympiagold holt, ja, so eine Art Sexsymbol? Schön wär's, ja. Nein, man kennt sich halt unter den Sportlern, das war jetzt eben Bob- und Skeleton-Fahrerinnen. Und man macht natürlich mit denen auch ein bisschen Party und man kennt sich eben von vielen Trainingseinheiten und so. Und es ist halt eben schön, dann mit denen auch mal ein bisschen zu feiern und ja, da sie eben nicht so erfolgreich waren, die Bob- und Skeleton-Fahrer, da eben ein bisschen den Mut zuzusprechen und so. Das gehört dazu. Ja, nun wart ihr, die Rodler, umso erfolgreich. Ihr habt auch von uns sozusagen die Medaillenausbeute ganz schön aufpoliert. Müsst ihr dann auch so ein bisschen seelische Aufbauarbeit leisten, ein bisschen trösten hier und da, eine kräftige Schulter zum Anlehnen habt ihr ja. Ja, klar. Also wir haben versucht, die anderen aufzubauen danach. Und ich denke, wir waren mal ziemlich früh dran. Die haben unseren Wettkampf gesehen und das hat die angespornt. Und ja, aber das ist der Leistungssport. Da ist alles sehr dicht beieinander und dann bist du auch schnell mal Vierter. Und ja, das ist der Sport. Wir waren auch vor 4 Jahren waren wir auch ziemlich weit unten und haben uns dann hochgekämpft und das hat uns Ansporn gegeben. Und wir versuchen jetzt natürlich unser Niveau zu halten, die nächsten Jahre. Und weil ich gesagt habe, jetzt werdet ihr es genießen. Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt kommt erst die richtige Party? Ja, jetzt wird erstmal daheim ein bisschen gefeiert mit den Familien, mit den Freunden, mit den Fans, die uns unterstützt haben. Und da wird sicherlich noch die ein oder andere Party folgen, ja. Dann euch viel Spaß. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Der Tobi und Tobi Express. Servus. Und unsere Olympioniken haben das gute Wetter aus Sotschi auch mit nach München gebracht. Bei Sonnenschein dürfen sie sich richtig feiern lassen für 19 Medaillen, die sie insgesamt geholt haben. Hier am Flughafen sind auch die bereits heimgeflogenen Olympioniken dazugestoßen. Auf das gemeinsame Gruppenfoto, da will einfach jeder drauf. Also, es war schon so, dass das Training super gelaufen ist, dass ich gewusst habe, der Schlitten läuft, dass ich ja im Training eigentlich sehr, sehr wenig Fahrfehler gemacht habe und schon irgendwie gehofft habe, dass ich das runterbringe, aber dass es dann wirklich ja, klappt, sowas kann man einfach nicht planen. Und ich habe mich auch nicht wirklich getraut, da vorher drüber nachzudenken, weil wenn man vorher sich irgendwie sowas ausdenkt, dann geht es meistens schief. Deswegen habe ich eigentlich schon gedacht, ich muss erst 4-mal ins Ziel fahren und dann schauen wir mal, was rauskommt. Dass das jetzt so geklappt hat mit 2-mal Gold, ist natürlich ein Wahnsinn. Die bayerischen Rodler haben sich die Favoritenrolle über die Saison hart erarbeitet. Wie sind Sie jetzt mit dem Druck persönlich umgegangen? Ja gut, den Druck, den haben wir, beziehungsweise habe ich mir selber gemacht durch die Erfolge. Das ist so, wenn man eigentlich die ganze Saison ganz oben steht, dann wird man natürlich auch in der Öffentlichkeit als Favoritin hingestellt und das ist auch ganz normal und okay so. Es war natürlich nicht ganz leicht, damit umzugehen, wenn jeder sagt, ja eigentlich, du musst dir nur noch Gold abholen, weil so ist es einfach nicht. Man kann die Medaillen da nicht bestellen und abholen, sondern man muss sich die wirklich hart erarbeiten. Da muss halt an den 2 Wettkampftagen wirklich alles passen und das war jetzt der Fall. Das ist natürlich dann umso schöner. Um 13.32 Uhr sind sie mit ihrer Lufthansa-Maschine dann endlich auf bayerischem Boden gelandet. In München ist der große Empfang für unsere Olympioniken der Winterspiele in Sotschi. In erster Reihe stehen natürlich die bayerischen Rodler Tobias Wendel, Tobias Alt, Nathalie Geißenberger und Felix Loch. Alle 4 Doppel-Olympiasieger. Da ist sie, lass sie knutschen, danke. Ich habe nie an dir gezweifelt. Silbermedaille. Komm, sei ehrlich, vor den Spielen, du hättest wahrscheinlich deine Haare dafür verkauft, wenn du sie bekommen hättest. Ja, schon. Auch jetzt noch. Also wenn ich sie sonst wieder abgeben müsste, würde ich die Haare abschneiden, wenn ich sie dann behalten darf. Nee, also ich habe es mir immer zugetraut, aber so wirklich damit rechnen kann man natürlich nie. Und ich hatte Glück, es war mein Tag und es war mein Lauf und es war mein Schnee und ich habe das abgerufen, was ich kann und das ist dabei rausgekommen. Silber gewonnen, Gold verloren, das ist mal eine blöde Frage, aber sie stellt sich einfach, wenn man so dicht dran kratzt, so wie du an der goldenen. Gibt es dann trotzdem Momente, wo du sagst, es ist vielleicht ein bisschen ärgerlich trotzdem? Gar nicht, überhaupt gar nicht, weil, wie du schon gesagt hast, Silber gewonnen, Ende, Punkt. Es ist einfach so, es gibt nichts zu verlieren bei den Olympischen Spielen. Für mich schon gar nicht, die Quali wirklich auf den letzten Drücker geschafft und das beste Ergebnis war ein 8. Platz und dann mit Silber nach Hause zu gehen, ist gigantisch. Wie war es denn so, das Gefühl, ins Finale zu kommen, dann da oben im Starthaus zu stehen? Ich meine, dann entscheidet sich ja du oder die Österreicherin Julia Dumovic. Ich meine,
Kribbelt es da mehr oder bist du dann eiskalt? Es hat genauso viel gekribbelt wie in der ersten Fahrt gegen die Selina. Ich wusste, ich muss einfach jetzt sauber jedes Tor fahren und 100% geben. Und das habe ich gemacht. Ich habe dann einfach auch einen kleinen Fehler gemacht, ganz kurz vorm Ziel. Sie war nervenstark und hat überhaupt keine Fehler gemacht. Und deswegen hat sie verdient Gold gewonnen und ich habe verdient Silber gewonnen. Ja, und die Frauen haben es rausgerissen bei den Snowboarderinnen. Ihr hattet ja euch 3 Medaillen als Ziel gesetzt vom Verband her. Bei den Männern, der Patrick ist dicht dran vorbeigefahren. Patrick Bussler ist 4. geworden. Du und Amelie, Silber und Bronze. Damit, die Frauen müssen es wieder richten. Also das hätte genauso gut der Patrick auch machen können. Das hätte auch einer von den anderen 2 Jungs bei uns machen können. Man hat, glaube ich, auch gesehen, dass der Konsti und der Paul sehr stark waren im Bordercross. Die hatten einfach auch Pech. Und insofern muss ich sagen, ja, es waren jetzt wir 2 Mädels, aber das heißt nicht, dass wir es einfach haben rausreißen müssen. Das hätte genauso gut jeder andere machen können bei uns. Wie ist denn jetzt eigentlich, gab es schon mal so einen, ja, ich möchte sagen, einen Hochzeitsantrag jetzt aus Los Angeles? Dein Freund lebt dort. Tyler, hat er sich schon mal gemeldet? Ich meine, Silbermedaillen gewinnen von Olympia, die kriegt er nicht jeden Tag. Der hat mich ja, der weiß das ja. Das ändert ja nicht, wer ich bin und zu wem ich gehöre. Der Antrag wird sicherlich irgendwann kommen, wenn er soweit ist. Und dann sage ich Bescheid. Klassisch, du wartest, ja? Ja, natürlich. Da bin ich ganz altmodisch. Da kommt er nicht drum rum, dass er auf die Knie geht. Also, wenn es soweit ist, du weißt ja, bei welchem Sender du es dann sozusagen bekannt geben kannst. Anke, danke dir. Danke. Ciao. Die Schafe ist mit dem Zopf. Ausgelassene Stimmung bei den deutschen Olympioniken hier beim Empfang am Münchner Flughafen. Rund 110 Sportler sind hier angekommen. 153 haben wir nach Sotschi geschickt. In der ersten Reihe natürlich die 4 Goldrodler Tobias Wendel, Tobias Alt, Nathalie Geisenberger, Felix Loch und daneben auch der Goldmedaillengewinner in der nordischen Kombination Erik Frenzel. Ausgelassene Stimmung hier am Münchner Flughafen und gleich erwartet unsere Sportler auch noch der Empfang im Besucherzentrum des Flughafens. Herzhaft hat er abgebissen. Zu Hause ist er wieder. Patrick Bussler aus Aschheim und mit einem 4. Platz, mit dem er ja eigentlich ganz gut leben könnte. Jetzt weiß ich nicht, Patrick, bist du zufrieden? 4. Platz? Ja, absolut. Also für mich war das jetzt das beste Ergebnis meiner Karriere bei Olympischen Winterspielen. Und wir hatten schon mal miteinander geredet, dass ich mich langsam schneller steigern muss, um mal Medaille in Griffnähe zu haben. Und ich glaube, damit war ich jetzt ganz nah dran. Aber ganz ehrlich, wenn man so dicht am Podest vorbeischrammt. Ich meine, du hast schon mal Bronze bei der WM geholt. Und das wäre jetzt wirklich der Punkt gewesen, wo wir sagen, bei so einem Ereignis eine Medaille abgreifen und dann, weiß ich, 0,05 Sekunden, das war ja nicht viel. Ja, es waren nur ein paar Hundertstel und ja, das tut weh. Also das Erste ist einfach, man fährt da 10-mal runter und man fährt am Ende, weiß man, man fährt um eine Medaille. Und wenn man dann doch nur auf dem 4. Platz landet, dann ist es erstmal schmerzhaft. Aber ich habe sofort realisiert, dass es trotzdem 4. Platz bei Olympischen Spielen ist und es ist sehr viel wert. Ja, und wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt ziehst du ein Resümee und bei einigen, da schwirrt es ja rum, Karriereende vielleicht, weil nach so einem Höhepunkt, da weiß man nicht, nochmal ein Zyklus von 4 Jahren. Was sagst du denn selber? Also ich habe ja selber schon gesagt, dass ich noch nicht genau weiß, wie lange ich noch fahre, aber also nach den Spielen habe ich wieder sehr viel Selbstvertrauen, dass ich auch gerne weiterfahren will. Also ich würde auch gerne noch bis Korea fahren, aber wie gesagt, das liegt nicht immer nur in meiner Verantwortung. Also da spielen viele Dinge Faktor und ja, mal schauen. Ich wäre gerne dabei. Und jetzt noch ein paar ruhige Tage in Aschheim? Ja, jetzt wird es erstmal ruhiger und ich ziehe mich zurück und muss viel lernen, weil ich mache einen Abschluss im Medienfachwirt und da muss ich jetzt mich noch ein bisschen reinhängen. Na dann, auf geht's an die Bücher. Patrick, danke dir. Servus.
19 Medaillen haben Sie geholt, 30 wollten Sie eigentlich haben. Wie zufrieden sind Sie? Ich meine, im Vordergrund steht jetzt erstmal, dass wir uns mit denen, die diese 19 Medaillen gewonnen haben, freuen. Das ist ein toller Erfolg und ich denke, dafür werden Sie heute auch besonders gelobt und spüren den Applaus auch der Menschen und man spürt überall da, wo sie zu Hause sind, wie begeistert die Menschen sind. Dass man sich noch ein paar mehr hätte wünschen können, das ist klar, aber man kann nicht immer nur spitzenmäßig sein. Da gibt es Pechsituationen, wo man sagt, ja gut, dass derjenige jetzt nur den vierten Platz errungen hat, der hätte genauso gut den dritten oder den zweiten Platz machen können. Dann gibt es aber schon auch serienweise Ausfälle, wo man dann sagt, ja, warum ist das beim Bobfahren praktisch für alle so viel schlechter gelaufen, als wir das gewohnt sind? Warum sind beispielsweise die Niederlande beim Eisschnelllauf so stark auf breiter Front und bei uns plötzlich kein einziger mehr mit einer Medaille? Das scheint dann schon ein bisschen nicht nur an einzelnen Sportlern zu liegen, sondern das scheint dann vielleicht auch irgendwo ein Systemfehler zu sein. Das muss jetzt, denke ich, der DOSB, das müssen die Fachverbände selbst analysieren und dann müssen wir schauen, wie wir das in den nächsten Jahren wieder besser machen. Ja, es gibt eigentlich nicht den einen Moment. Natürlich, wenn man weiß, gut, das hat gereicht, man sieht die Eins auf der Tafel und man weiß, man ist jetzt Olympiasiegerin. Aber bis das oben angekommen ist, das hat auch Zeit gedauert. Da gibt es ganz, ganz viele Momente. Das war die Eröffnungsfeier, wo es wirklich ja, quasi der Startschuss war. Dann die zwei Wettkampftage, dann mit dem Sieg, dann ja auch mit der Staffel nochmal, mit der bayerischen Staffel zu gewinnen. Das war unglaublich mit den Tobis und Felix, dass wir sowas ja, zusammen nochmal erreichen können und zusammen feiern können. Das war Wahnsinn. Also es sind ganz, ganz viele Momente, die einfach ein großes Puzzle ergeben und das macht die Faszination Olympia eben aus. Herr Hackl, keiner macht so schnelle Schlitten wie Sie. Im deutschen Team bei den Rodlern läuft es. Was ist hier der ausschlaggebende Grund, dass wir hier so über Gold jubeln können? Nein, das wird überbewertet mit dem Schlittenmaterial. Ich meine, klar, wenn Sie auf der Plastiktüte runterrutschen würden, dann würden Sie auch nichts gewinnen. Aber der Schlitten ist halt eine Leistungskomponente, die optimal passen muss. Aber die überragende Hauptleistung, das bringen die Sportler. Das muss man erst einmal nachmachen. Fehlerfreie Läufe, die besten Startzeiten, ein robustes Nervenkostüm, dass sie das wirklich fehlerfrei durchziehen alles. Und das ist wirklich à la Bonheur. So etwas gab es noch nie, so eine Leistungsdichte. Und das wird es so schnell nicht wieder geben. Und mich macht es halt einfach nur stolz, dabei zu sein und am Start die Kufen abzuwischen. Ich habe tolle Olympische Spiele erlebt und selig. Es kann nicht immer alles gut gehen. Man kann nicht immer mit dem Besten, was man sich erhofft, von solchen Wettbewerben nach Hause reisen. Das habe ich auch schon erleben müssen, aber ja, das gehört halt einfach dazu. Okay, vor den Olympischen Spielen wurde ja auch viel darüber geredet, über die Probleme in Russland, Menschenrechtsverletzungen. Hat man das als Sportler Also vor Ort war für uns Sportler alles bestens. Also es war alles gut organisiert, es waren tolle Olympische Spiele, wir haben tolle Wettbewerbe erlebt. Viele Zuschauer waren bei uns und von dem her, muss ich sagen, gehe ich mit einem sehr positiven Gefühl von den Olympischen Spielen nach Sotschi. Nee, also überhaupt nicht. Also wir waren da... haben wir wirklich nur tolle Bilder gesehen. Für uns war alles schön. Auch die Sicherheitskontrollen waren jetzt nicht so schlimm, wie man es sich jetzt vorher schon gemacht wurde. Also da war bei anderen Großevents, denke ich, ist es da ganz ähnlich. Und von dem, wie ich es auch von Vancouver kannte her, hat sich da nicht viel genommen. Also es war alles auf einer Ebene. Und ja, und das andere, das hat man einfach als Sportler, glaube ich, nicht so wirklich wahrgenommen. Dankeschön. Herr Frenzel, Gold in der nordischen Kombination. War das der emotionalste Moment, den Sie bei Olympia hatten? Und können Sie uns diesen nochmal beschreiben? Ja, also das kann ich schon so sagen, dass das mein tollster Moment dort war in Sotschi. Es war einfach gleich der erste Wettbewerb. Es war natürlich herrliches Wetter, perfekte Bedingungen. Und dann so einen Erfolg feiern zu dürfen, ist was großartig. Und es hat mich natürlich sehr gefreut. Ich habe es sehr genossen und ja. Als Sie an den Start gegangen sind, wussten Sie schon, dass Sie heute Großes reißen können oder haben Sie sich nicht gut gefühlt beim Aufstehen? Wie geht man da so als Sportler rein? Ja, doch schon. Also für mich war der Tag ist eigentlich recht gut losgegangen. Ich wusste, also habe mich gut gefühlt, war alles in Ordnung. Ich wusste, dass viel möglich sein kann. Was natürlich dann am Ende immer rauskommt, das kann man nie so genau sagen. Gerade bei uns kann doch mal viel dazwischen haken. Aber dennoch lief alles perfekt, unser Material war top und ja, das hat alles zusammengespielt und dann war es einfach ein toller Erfolg.
Jetzt sind wir zurück in München, der große Empfang. Ist es auch ein Moment, in dem man sich nochmal so richtig feiern lassen will für das, was man in Olympia, für das, was Deutschland geschafft hat? Ja, natürlich. Also man möchte natürlich gern jetzt mit allen Leuten, Athleten, die jetzt noch mit dabei waren, da diese Momente jetzt noch genießen. Es war einfach, denke ich, tolle Olympische Spiele, die wir zusammen erleben durften. Und darum möchten wir, denke ich, auch zusammen jetzt diese letzten Momente noch genießen. Sie waren die erste Frau jetzt beim Skispringen, die Gold für Deutschland geholt hat im Skispringen. Was ist genau an dem Tag in Ihnen vorgegangen? Wissen Sie, Sie konnten heute Großes bewegen? Wenn ich ehrlich bin, hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich die Goldmedaille gewinnen kann. Das Ziel war einfach, gut Ski zu springen und eventuell um die Medaillen mitzukämpfen. Aber durch das, dass unser Feld jetzt auch so eng zusammengerückt ist, war es eben auch nicht planbar. Und ja, das sieht man einfach auch mal, dass dann die Favoriten vielleicht an dem Tag die Nerven eben nicht haben. Und ja, ich freue mich riesig, dass ich dann da zur Stelle war und das mitnehmen konnte. Wenn Sie die Bilder nochmal in Ihren Kopf rufen, wie Ihre Kolleginnen der Skispringerin auf Sie eingestürzt sind, als Sie dann sicher Gold in der Hand hatten, was ist da nochmal genau in Ihnen vorgegangen? Wie war dieser Glücksmoment? Ja, also wenn ich daran zurückdenke, ist es ganz toll, dass mein Team sich da so mit mir gefreut hat und so ehrlich den Moment mit mir genossen hat. Ja, ich denke, auch ohne ohne den Rückhalt vom ganzen Team wäre so eine Leistung nicht möglich. Wir haben uns da die letzten 2 Jahre was aufgebaut und konnten das jetzt zum richtigen Zeitpunkt zeigen. Gibst du mich erstmal in der Arme? Ich habe zwar Mathematik studiert, aber genau deswegen weiß ich auch, dass Sport keine Mathematik ist und sich deswegen nicht so berechnen lässt, wie sich Formeln berechnen lassen. Im Sport weiß man vorher nicht, was rauskommt. Und wir haben in vielen Sportarten hervorragende Leistungen gezeigt, etwa im Rodeln, im Skialpin, in der nordischen Kombination, auch im Biathlon der Männer. Sogar im Snowboard, in einer der neuen Sportarten, haben wir eine silberne und eine bronzene Medaille bekommen. Aber wir haben auch in anderen Sportarten unsere Ziele nicht oder überhaupt nicht erreicht. Wenn ich an Eisschnelllauf denke oder wenn ich an Bob und Skeleton denke. Das muss man jetzt genau so differenziert aufarbeiten. Pauschallösungen helfen da nicht, weil das Bild eben sehr differenziert zu sehen ist. Bringt die Fahne gestern aus dem Olympischen Stadion in Sotschi ausgetragen, bringt sie hierher. Goldrute Felix Loch und die gesamte Mannschaft, herzlich willkommen. Bronze mit eingegipsten Armen unter erschwerten Bedingungen. Jetzt, wie freut Sie diese Medaille? Freut Sie die dann umso mehr? Ja, ganz klar. Also zuerst war ja eigentlich, hat es ja geheißen, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, überhaupt zu starten. Und bin sehr froh, dass die Mediziner, dass ich die doch noch überzeugen konnte. Und von dem her, ja, ist glaube ich schon so eins der kampfreichsten Rennen gewesen. Jetzt ist es ja so, man steht oft in der Früh auf und denkt sich, man hat heute einen guten Tag. Wie war das dann bei Ihnen jetzt, wo Sie schon wussten, es sind erschwerte Bedingungen? Haben Sie dann eigentlich gar nicht mehr dran geglaubt oder was ist genau in Ihnen emotional vorgegangen? Also es war so, dass ich zum einen mich schon versucht habe, im Kopf darauf einzustellen, dass es schmerzhaft wird und das hat relativ gut funktioniert. Und zum anderen habe ich einfach gar keine Erwartungen gehabt. Mir war es total, ja nicht egal, aber ich habe halt einfach gewusst, dass ich einfach alles geben muss und voll über den Punkt drüber gehen muss und das hat ganz gut funktioniert. Eine Medaille freut immer. Ist man dann enttäuscht quasi, dass es nur die Bronzene ist? Oder was geht da genau bei Olympia in einem vor? Weil es heißt ja immer, dieser olympische Gedanke, dabei sein ist alles, ist alles. Ich glaube, dabei sein ist alles, ist in Deutschland schon lange nicht mehr so. Und ich glaube, das ist von den meisten Athleten jetzt nicht der Anspruch. Meine Bronze, ich muss sagen, klar, jeder möchte gerne eine Goldmedaille, aber andererseits, wenn man 2 Tage vorher nicht mal weiß, ob man überhaupt starten kann und sich eben einen Arm gebrochen hat, dann glaube ich, ist man ganz zufrieden mit Bronze. Auf jeden Fall, Dankeschön. Bitte. Hier hat man schon so viele erfolgreiche Sportler, die da sind. Ich glaube, der Applaus darf gerne noch mal lauter werden. Es geht nicht nur um Medaillen, es geht um die erfolgreiche Teilnahme bei diesen Olympischen Winterspielen in Sotschi. Und ein herzlichen Glückwunsch an unser Team. Mei, oh mei, in der Quali,
Da war Schluss für Bene Meyer, der sowieso erst wenige Tage vor den Olympischen Spielen erfahren hat, dass er nun doch hinfahren darf, nachdem es erst hieß, nein, Qualifikationsnorm nicht geschafft. Bist du am Ende jetzt doch glücklich, dass du einfach dabei warst? Ja, definitiv. Also das am Anfang war halt ein bisschen schwierig, weil ich hatte die Qualifikationsnorm, es gab dann andere Gründe. Und dann gab es auch noch, hat die FISA noch ein paar Fehler gemacht und dann dürfte ich am Anfang nicht hinfahren und dann dürfte ich doch hinfahren und von dem her bin ich jetzt doch froh, dass ich einfach nur einfach dabei war. Ich hatte mir schon mehr vorgenommen natürlich, weil man hat ja seine eigenen sportlichen Ambitionen, aber es war so ein tolles Erlebnis. Die Sportart war das erste Mal dabei, Freeskiing, Slopestyle und ja, was will man mehr. Was hast du denn so selber miterlebt, natürlich außer deinem Wettbewerb, mit dem du wahrscheinlich nicht so zufrieden bist mit dem Abschneiden, aber vom Drumherum? Drumherum, was habe ich mitgenommen? Viele neue Freunde aus der ganzen Welt. Freundinnen? Freundinnen, ob da jetzt die Mehrzahl dabei ist, weiß ich. Also man hat viele andere Athleten auf jeden Fall kennengelernt und es war echt unglaublich aufregend. Also wir haben zusammen Sport gemacht, haben zusammen gegessen, wir haben zusammen gefeiert und ich glaube, das ist das, was Olympia ausmacht. Einfach egal, woher die Leute kommen, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion, alle sind zusammen da und alle feiern den Sport. Slopestyle war nun zum ersten Mal olympisch. Was meinst du denn in 4 Jahren? A, ist dann nochmal Slopestyle mit Bene Meyer mit dabei und ist es da eine Sportart, die viel präsenter ist, die noch mehr Aufmerksamkeit bekommt? Ja, ich denke schon. Also auf der einen Seite, ich will auf jeden Fall wieder hin. Also, wenn mein Körper mich das lässt, dann werde ich auf jeden Fall wieder hinfahren. Ich denke, die Sportart ist auch jetzt schon relativ viel weiter gekommen. Das Stadion war komplett voll. Es war ein Traumwettkampf und ich glaube, in den Medien ist die Sportart auch super angekommen. Also ich denke, ja, die Sportart wird mehr Präsenz haben. Okay, dann 2018 Pyeongchang. Da bist du dabei. Dank dir. Danke. Ciao. Schon schön, wenn man landet und dann aus dem Fenster schaut im Flugzeug und da stehen dann schon total viele Leute und man weiß, hier drin wird dann noch mehr los sein. Die ganzen Kinder, wenn die Autogramme wollen, man schaut in so strahle Augen, wenn die Medaillen sehen. Also das ist wirklich ein wahnsinnig schönes Gefühl. Bei dem Wetter wieder daheim sein, wieder in Bayern sein, das ist natürlich ja schon nach 3 Wochen Russland dann auch wirklich gut. Wo werden die Medaillen denn landen? Also jetzt, ich denke, in nächster Zeit werden sie noch recht oft gebraucht, weil natürlich jetzt jeder sagt, ja, bring bitte die Medaillen mit zum Foto machen und so. Und danach habe ich ein schönes Plätzchen. Und was die nächsten Tage jetzt gerade angeht, auf was freuen Sie sich persönlich am meisten? aufs eigene Bett und aufs deutsche Essen. Nee, die nächsten Tage sind jetzt noch sehr viele Empfänge. Erst morgen bei mir daheim in Miesbach, dann übermorgen Berchtesgaden. Und so geht es jetzt, denke ich, die nächsten Tage noch weiter. Das gehört dazu. Jetzt noch ein bisschen feiern, das, denke ich, das macht auch unglaublich viel Spaß mit den ganzen Familie, Freunde. Jetzt sind sie alle wieder da, beziehungsweise wir sind wieder da. Ich freue mich jetzt auf das, was kommt. Das ist das wirklich Schöne und Angenehme für mich dann als Trainer, wo ich da dabei bin, dass da überhaupt keine Probleme gibt, sondern dass die sehr teamfähig sind, sehr gut zusammenarbeiten, freundschaftlich miteinander umgehen und sich gegenseitig unterstützen. Und das macht sie eigentlich besonders stark. Und das ist halt das Schöne und Angenehme. Und wir haben in Deutschland in unserer Presselandschaft oft eine Mentalität, da kann was noch so schön und so toll und so erfolgreich sein, da findet man immer, versucht man das schlecht zu schreiben und ein Haar in der Suppe zu finden. Aber das ist einfach nicht so, das ist einfach nur schön. Das sind großartige Jahrhunderterfolge und genau so sehen wir das und genießen sie auch so. Und da kann einer Blätter herrennen, was er will. Für mich ist es auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Wir haben ja nicht direkt im Olympischen Dorf geschlafen, sondern eher Richtung Schanzen. Und dann jetzt nochmal wirklich mit allen, mit dem ganzen Olympiateam zusammen zu sein und die Medaillen zu genießen. Ich freue mich richtig auf den Tag, bis sie jetzt voll ankommen. Es ist vielleicht der, wo Maria Riesch aus einem 5. Platz in der Abfahrt, in der Superkombination, dann im Slalom noch eine Goldmedaille rausgeholt hat. Das war großes Kino und
Das wird mir immer im Gedächtnis bleiben. Es gibt aber viele andere Momente. Also unser Vierer im Sprung, Carina Vogt, die erste Goldmedaillengewinnerin im Frauenspringen, Erik Frenzel, wie er da souverän die Goldmedaille eingefahren hat und dann trotz Krankheit der Mannschaft zur Verfügung stand. Also es gab tolle Momente. Ja, also bei uns lief eigentlich alles so wie gehabt. Bei uns waren die Toiletten normal, bei uns war alles. Wir hatten ein ordentliches Hotel, wir haben ja außerhalb vom Deutschen Haus gewohnt. Von dem her habe ich einfach nur tolle Wochen da erlebt. Es war alles bestens und für mich war es jetzt nichts Ausgefallenes, was da jetzt gekommen ist. Ja, natürlich, mal wieder in der Heimat zu sein, die heimische Luft zu genießen, war doch ist hier ein bisschen schöner als da drüben, aber ja, mit der Familie die Zeit jetzt wieder zu verbringen. Gestern hatten wir einen schönen Tag zusammen und ja, das war so das Highlight. Ja, die Farben im Haar, die stimmen bei Heidi Zacher. Leider war das Ergebnis, glaube ich, nicht für sie so zufriedenstellend. Im Skicross, ja, da ist es dann nicht was geworden mit der Medaille. Warum nicht? Ja, es waren ein bisschen schwere Bedingungen, so vom Einschätzen, und ich bin halt dann im Heat leider ein bisschen zu weit gesprungen, dass man das Tempo gezogen hat, und dann bin ich überholt worden und habe halt dann keine Chance gehabt, dass ich weiter überhole. Aber ja, im Skicross gehört das halt leider mit dazu. Manchmal ja, geht man weiter und manchmal scheidet man halt aus. Bei Olympia ist es natürlich besonders bitter, aber es war halt leider so. Bleibt da jetzt einfach die große Enttäuschung nach Olympia? Nein, die ist jetzt schon verdaut und ja, jetzt schaue ich wieder nach vorne und nächste Woche geht es mit den Weltcups weiter, also man hat immer was zum tun. Es war ja, eine spektakuläre Sturzstrecke, muss man sagen. Es hat viele, viele Stürze gegeben, leider auch Anna Werner hat sich auch noch was gebrochen, verletzt, ich glaube im Schienbeinkopf noch eine Verletzung zugezogen. War die Strecke einfach gar nicht olympiatauglich? Sie war schon olympiawürdig, aber ja, ich sage jetzt mal, aufgrund der Bedingungen, dass es so warm war und so, ist es halt dann ja, leider doch zu ein paar Stürzen gekommen. Und ja, ich sage mal, es hat dann leider nicht so viel Überholmanöver gegeben, oder was mir dann auch zum Verhängnis geworden ist, dass ich nicht mehr zurück überholen habe können. Und ja, vielleicht muss man einfach bei den Kurse ein bisschen was ändern, dass es halt einfach spektakulärer dahinsichtlich wird, dass mehr Überholmanöver möglich sind, aber halt weniger passiert, dass es ein bisschen sicherer wird, indem man vielleicht die Kurse ein bisschen kleiner baut und ein bisschen mehr Kurven einbaut. Jetzt hat es im Wettkampf nicht so geklappt. Was bleibt trotzdem hängen nach zwei Wochen Olympia? Ah, viele positive Eindrücke und super Stimmung, und ja, das nehmen wir mit auf die nächsten Weltcups. Also es war auf alle Fälle ein Erlebnis wieder. Heidi, danke dir, und ja, dann lass krachen beim Weltcup. Servus. Ja, danke. Ciao. Ja, der Dopingfall von Efi Sachenbacher-Steele hat natürlich auf die Stimmung der Mannschaft gedrückt. Das will ich gar nicht verhehlen. Auch auf meine persönliche natürlich auch, weil mich das sehr enttäuscht hat. Das ist auch für mich der erste Dopingfall, seit ich in diesem Amt bin und bei den vierten Olympischen Spielen. Aber die gute Nachricht dabei ist, in dieser schrecklichen Nachricht, dass das System funktioniert und jemand, der eine solche Substanz nimmt, ob absichtlich oder unabsichtlich, entdeckt wird und auch sofort hart bestraft wird. Das haben wir, glaube ich, sehr professionell und sehr zügig gemacht. Felix Loch, der die Fahne gestern bei der Schlussfeier tragen durfte. Das ist aber eine andere inzwischen, Felix, oder? Inzwischen ist eine andere, die habe ich leider gestern wieder abgeben müssen. Ja, wunderbar. Also Felix Loch, einer unserer Doppel-Olympiasieger von Sochi 2014. Der Bundespräsident Daniela Schad. Jetzt möchte man ein schönes Foto natürlich haben mit der symbolischen Staffelstabübergabe an unser paralympisches Team. Felix, auf geht's. Ich wünsche euch alles Gute, haut's rein, oh, und ja, holt's auf eine Medaille für uns. Ja, aber drin. Und an dieser Stelle darf ich einige nicht wirklich verabschieden. Ich glaube, man kann natürlich das ganze Team an dieser Stelle nicht interviewen. Wir werden exemplarisch jetzt gleich nochmal ein paar Sportler präsentieren. Wenn ihr so ein bisschen nach links geht, dann wäre es super geil. Das war's ein bisschen. Es wird schon mal viel Erfolg mit anstehenden Spielen in Sochi. Haus rein, wann geht's los? Wir sind am 4. Das ist die Eröffnungsfeier, machen das erste Rennen. Und ich glaube, Eröffnungs- und Schlussfeier ist schon was ganz Besonderes. Da muss man auch dabei sein, oder? Ja. Ja, weil viele, logisch, viele haben gesagt, auch jetzt bei diesen zweiwöchigen Olympischen Spielen, man kann nicht überall dabei sein. Ich wünsche euch ganz viele tolle Momente und eine großartige Zeit im Kaukasus. Gute Reise, viel Erfolg für unser Paralympics-Team. Und nochmal alle zusammenrücken für unsere Fotografen davon.
Das war unser Spezial vom Flughafen hier in München, von der Ankunft der deutschen Olympiamannschaft, bei der die Medaillengewinner und natürlich auch alle anderen Teilnehmer gebührend gefeiert wurden. Für diesmal sage ich Servus.